Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen GPX-Track direkt vom Android-Smartphone auf deine Garmin Outdoor-Navigation kopieren kannst. Als erstes stellt sich dann natürlich die Frage, wozu sollte ich eigentlich mein Android-Smartphone mit der Outdoor-Navigation koppeln? Ganz einfach. Wenn du zum Beispiel aus einem Online-Portal eine tolle Tour auf deinem Smartphone runtergeladen hast, dann musst du ja jetzt irgendwie auf deinen Garmin kommen. Und genau dafür eignet sich diese Direktverbindung. Das Ganze funktioniert auch offline ohne Mobilfunkempfang in der Wildnis. Um das Smartphone mit dem Oregon zu verbinden, brauchst du ein spezielles USB-Kabel, ein sogenanntes USB-OTG-Kabel. Entweder du nutzt dazu einen Adapter zusammen mit deinem normalen Garmin-Kabel oder, wie ich das bevorzuge, ein Spezialkabel, was ich dir mal in der Beschreibung verlinkt habe. Da findest du auf der einen Seite einen Mini-USB-Anschluss und auf der anderen Seite einen Micro-USB-Anschluss für Smartphone. Bevor es mit der Verbindung losgeht, nehme ich noch aus dem Oregon die Speicherkarte raus. Weil ansonsten werden zwei verschiedene Speicherbereiche auf dem Oregon angezeigt und das macht es dann für den Anfang auf jeden Fall ein bisschen verwirrend. Insofern Speicherkarte rausnehmen, Batterien wieder einlegen und Gerät hochfahren. Wenn der Oregon gestartet ist, das Smartphone noch einschalten und dann als erstes das USB-Kabel mit dem Smartphone verbinden und anschließend die Mini-USB-Seite mit dem Oregon. In meinem Fall hier wird jetzt der Massenspeichermodus abgefragt, den bestätige ich. Je nach Einstellung kann auch sein, dass dein Oregon direkt in den Massenspeichermodus wechselt. Das Android-Smartphone braucht jetzt einen Moment, bis es den Garmin als externes USB-Laufwerk eingebunden hat. Danach kannst du über einen Dateimanager auf die Garmin-Dateien zugreifen. Bewährt hat sich bei mir der Solid Explorer. Diese App habe ich auch mal unten in der Beschreibung für dich verlinkt. Im Querformat sehe ich in dem Solid Explorer sehr schön zwei Dateibereiche, was für unsere Zwecke jetzt natürlich optimal geeignet ist. Auf der linken Seite sehe ich hier den USB-Speicher 1, das ist also der Garmin. Ich wechsle mal in das Verzeichnis Garmin und GPX. Da liegen die gesamten Touren, sowohl die importierten als auch die vom Garmin selbst gespeicherten als GPX-Datei. Auf der anderen Seite wechsle ich in den Download-Bereich. Ich habe ja vorher mir eine Tour runtergeladen aus dem Internet. Die finde ich jetzt hier in den GPX-Tracks und da liegt sie auch schon, einen langen Klick drauf. Rechts unten wird ein Pfeil angezeigt. Ich wähle noch ein Kopiere nach und damit wandert der GPX-Track direkt in den internen Speicher von deinem Garmin Oregon. So, das war's auch schon. Jetzt kann man das Kabel wieder vom Smartphone und vom Oregon trennen. Der geht dann direkt aus. Ich schalte ihn wieder neu ein. Sobald er hochgefahren ist, zeige ich dir, wie du den jetzt importierten GPX-Track für deine Navigation aufrufen kannst. Dazu gehe ich in die Lupe, wähle Tracks und hier finde ich gleich meine Tour 1 Chiemsee-Radweg. Die wird mir jetzt auf der Karte angezeigt und mit Los kann es auch schon beginnen mit der Fahrt. Wie du gesehen hast, ist es gar nicht mal so schwer, einen selbstgeplanten Track oder eine runtergeladene Route unterwegs auf deinen Garmin zu kriegen.
auch ohne Internet. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, pfiatti, euer Matthias. Meinen Kanal kannst du gleich hier kostenlos abonnieren, dann verpasst du kein Video mehr. Und an der Seite habe ich noch zwei spannende Videos für dich. Bis gleich!